Goedenavond, dames en heren. Welkom bij deze inleiding op het donderdagavondconcert. Vandaag alweer een heel bijzondere avond met de sopraan Moitza Erdmann en het Duitse strijkkwartet Kustkwartet. Met een heel gevarieerd programma, maar in ieder geval het topstuk van vanavond is een wereldpremière van Aribert Reimann. Die schönen Augen der Frühlingsnacht heeft hij speciaal voor Moitza Erdmann en het Kustkwartet geschreven. Dat is een bewerking van liederen van Theodor Kirchner. En daar heeft hij niet alleen de liederen bewerkt, maar ook tussenspelen gecomponeerd, bagatellen die voorafgaan, eindigen en ertussen ingeplaatst zijn. En die kunnen ook als afzonderlijk stuk worden uitgevoerd. Dat beleeft vanavond zijn wereldpremière. Daarmee opent het concert. Daarna krijgt u een strijkkwartet van Ludwig van Beethoven, For Something Completely Different. Maar dat komt omdat Aribert Reimann dus heel duidelijke link legt tussen de moderne muziek en de romantische muziek. Dan hoort u ook nog Officium Breve van Georgi Kurtak, een nog levende componist, 91 inmiddels, ook voor strijkkwartet solo. En daarnaast hoort u nog een cyclus van Aribert Reimann, Oder soll es Tod bedeuten? En die is heel erg verwant aan het cyclus waarvan de wereldpremière gaat. Want dat is een bewerking van liederen van Mendelssohn en ook met instrumentale tussendelen voor alleen maar strijkkwartet. Mijn naam is Thea Derks. Ik ben muziekpublicist, gespecialiseerd in moderne muziek. En ik ga vanavond spreken met Aribert Reimann. En hij zit er al. Komt u bitte zum hoch zu mir? Ja. Wie was er vanmiddag ook weer bij de openbare repetitie? Ja, toch? Oh, kijk aan. Sind Sie müde? Ja. Ja, ik ook. We hebben vanmiddag een openbare repetitie gehad van 16:30 eigenlijk. Daarna hebben we heel snel een hapje gegeten en nu zitten we weer hier. Also, ik hoop, Sie schaffen es nog. Ja, ja, natuurlijk. Sie schaffen. Wir schaffen es, zei hij nog net in de lift. Goed, also heute die Uraufführung der schönen Augen der Frühlingsnacht, einen neuen Zyklus, den Sie geschrieben haben für Moitza Erdmann und dem Kustkwartett. Sie haben aber schon viele oder mehrere Bearbeitungen gemacht von romantischen Klavierlieder für Sopran und Streichquartett. Woher diese Faszination? Also das hat eigentlich angefangen. Darf ich Deutsch reden? Ja, vielleicht können Sie ein bisschen näher rücken. Ja. Deutsch versteht ihr drin, doch? Ja. Das hat angefangen eigentlich nur so. Und zwar für Christine Schäfer, aha, die Sie ja sicher kennen. Ja, und das Aurin-Quartett. Und in der Zeit habe ich nicht mehr so viel gespielt. Fischer Dieskau hatte ja aufgehört zu singen, Brigitte Fassbender auch. Er war Liedbegeleider mit Dietrich Fischer Dieskau als Pianist und mit Brigitte Fassbender und noch ein Antal deutsche Sängers. Und dann hatte ich plötzlich Lust, mal den Robert Schumann, die Lieder Opus 107 zu bearbeiten. Weil ich wahrscheinlich nicht mehr so viel gespielt habe. In der Zeit, wo ich viel gespielt habe, hätte ich das nicht machen können. Aber irgendwas fehlte mir und dann habe ich das gemacht. Und dann haben die mich gefragt, ob ich nicht nochmal etwas mache. Dann habe ich eine Schubert-Bearbeitung gemacht. Und dann kam Juliane Banse und sagte, jetzt will ich aber auch ein Stück haben. Und dadurch ist dann der Mendelssohn entstanden, was Sie heute Abend auch hören werden, oder soll es Tod bedeuten. Das sind 7 Lieder also von Mendelssohn und ein Fragment. Die habe ich dann verbunden mit Intermezzi für Streichquartett. Das ist ein bisschen anders dann als der Kirchner, denn bei den Intermezzi kommt das letzte Fragment, das Thema des letzten Fragmentes, das wird schon in dem ersten Intermezzo verarbeitet und kommt dann in jedem Intermezzo vor. Und deshalb könnte man oder kann man diese Intermezzi nicht alleine spielen. Beim Kirchner ist es jetzt vollkommen anders. Ja, wir hören uns, vielleicht ist iedereen duidelijk, der heeft daar Intermezzi gemacht, maar die lopen echt door. En het laatste stukje, fragment, een thema, dat keert in al die Intermezzi terug. Vandaar dat het niet losgespeeld kan worden. Vielleicht können wir spielen Reimann Mendelssohn in dem Mondenschein im Walde.
Und dann hört ihr auf ein gegeben Moment auch, oder soll es Tod bedeuten? Das ist dann erst zuerst der Mendelssohn, dus erst Track 3 en daarna Track 4. Dus erst Track 3, dann hören wir erstmal den Mendelssohn selbst. Ja. Ja, ik weet niet of u het allemaal heeft kunnen verstaan. Het leek wat zacht. Was het voor u hard genoeg? Het leek hier wat zacht. Je hebt dat hele opgewekte gezang. En dan opeens, oder soll es Tod bedeuten? Also is de laatste Satz. Waarom hebben ze diesen Satz gewählt als Titel ihres Zyklus? Weil das ganze Stück eigentlich dahin geht, dieses Fragezeichen mit dem Tod. Was soll der Tod, was bedeutet der Tod? Und das drängte sich mir immer mehr auf, dann auch in dem letzten Fragment, was ja mitten im letzten Wort aufhört. Da spricht Heine von dem Leichenduft. Ja, Leichengeur, sagt Mendelssohn Heine, Heinrich Heine. Hat mitten in dem Wort abgebrochen. Er hat also nur Leichen. Das Wort Duft konnte er nicht komponieren, obwohl in dem Manuskript noch so viel Platz war, also für mindestens noch 3 Takte, bricht es mittendrin ab. Und ich habe dann dieses Stück zu Ende geführt, ohne Stimme, nur in dem Streichquartett. Und das war für mich eigentlich, irgendwann hatte ich das Gefühl, nur diese Zeile, oder soll es Tod bedeuten, was ich eben sagte, das Fragezeichen, das geht bis zum Schluss. Ja. Mit dieser offenen Frage dann auch. Mhm. Und Sie haben das bearbeitet, dieses Lied, was wir gerade hörten, für Sopranstimme und Streichquartett. Wie sind Sie da vorangegangen? Die Stimme, ist die gleich oder haben Sie da was geändert? Nein, an der Stimme habe ich nichts verändert. Ich habe eben nur in dem Streichquartett-Satz vieles dazu komponiert. Also ohne das harmonische Gerüst zu verletzen. Das habe ich nicht gemacht. Aber ich habe sonst innerhalb der Harmonik, der Mendelssohnschen Harmonik, habe ich sehr viel dazu komponiert. Und auf die Stimmen verteilt. Und gerade in dem Lied auf Flügeln des Gesangs, das sind ja 3 Strophen, da ist jede Strophe ganz anders dann durch das Streichquartett geworden. Ja, da habe ich leider keine Aufnahme von diesem Werk, aber ja. Ich möchte jetzt gerne hören, Reimann Mendelssohn, ist die Versie von Reimann. Lächeln blickte mir die Könige, lächeln die vorüberreit. Sie haben mir mal gesagt, für Sie in einer Komposition ist wichtig Form, Ausdruck und Klang. Ja. Wie gestalten Sie das? Was ist hier für Sie das Wichtigste gewesen? Also das bezieht sich jetzt mehr auf meine eigene Musik dann natürlich, nicht? Auf die Aber es ist ja eine Bearbeitung, ja, ist doch auch Ihre Musik. Ja, ja. Also ich kann das eine von dem anderen gar nicht trennen. Also der Klang
ist da, vor allem die Konstruktion, aus der sich dann auch wieder der Klang entwickelt. Und ohne einen Ausdruck kann ich gar nicht denken und auch gar nicht komponieren. Aber das kann nur alles existieren innerhalb einer Form. Also die Form ist für mich das Wichtigste, das, was alles zusammenschließt. Und deshalb kann ich das nicht voneinander trennen. Und beim Arbeiten ergibt sich das eben einfach. Und der beste Zustand ist, wenn alles dann zusammenkommt. Und wenn Sie so ein Lied hören von Mendelssohn, hören Sie dann gleich eigentlich Streicher oder stellen Sie sich an einem Tisch und denken Sie nach oder am Klavier? Nein, also als ich mich dazu entschlossen hatte, das zu machen, dieses für Streichquartett zu schreiben, dann habe ich auch einen Klang gehört. Wenn ich keinen Klang höre, dann kann ich es nicht machen. Ne? Es gibt beim Kirchner zum Beispiel, da haben wir drüber gesprochen, da gibt es ein Lied, was ich gerne hineingenommen hätte, aber ich hörte keinen Streicherklang da drin. Ja, das welches war das auch wieder? Das dritte, was auf der LP war? Ja. Wie heißt es auch wieder? Ach Gott, ich weiß es nicht, aber es ist ein ausgesprochenes Klavierlied. Ne? Er hat nämlich zusammen mit Dietrich Fischer-Dieskau ein Antwort Liederen opgenomen van Theodor Kirchner, waarop hij dus de andere cyclus heeft gebaseerd die vanavond zijn wereldpremière beleeft. En daar zijn drie liederen op. En twee daarvan gaat u vanavond horen, maar het derde niet. En dat was omdat het te zeer pianistisch was. Maar wie kan het eigenlijk zo pianistisch zijn? Man kan toch alles überheben naar Streicher, was dazu nein, gedenken? Nein. Nein, das geht eben nicht. Nee? Weil es gibt vieles, was so aus dem Klavier komponiert ist und den Klavierklang braucht. Ich bin voriges Jahr gefragt worden, es gibt ein wunderschönes Lied von Richard Strauss, Morgen. Ah ja. Und ich habe es wirklich sehr, sehr, sehr oft in meinem Leben gespielt. Und ich bin gefragt worden, ob ich das nicht für Streichquartett bearbeiten kann. Und dann habe ich gesagt, ich höre da kein Streichquartett. Hm. Es gibt eine Orchesterfassung von Strauss für Streicher, das finde ich schon ein bisschen gefährlich, weil dieses Lied ist so aus dem Klavierklang und es braucht den Klavierklang, die Herbheit auch des Klaviers. In dem Moment, wo man das in Streicher versucht umzusetzen, rückt es weg. Da geht es in eine andere Richtung und damit kann ich dann nichts anfangen. Also es muss schon ein Streicherklang sich aus dem Lied offenbaren. Mhm. Und wenn das nicht da ist, dann soll man es auch nicht machen. Ja, okay. Ja? Sie wollten noch was sagen? Nein. Oh, die Intermezzi, Sie haben damals, also die anderen Lieder haben Sie eigentlich nur umgestaltet nach Streichquartett und Sopran, aber bei Mendelssohn haben Sie die Intermezzi dazu geschrieben. Warum? Das war der Wunsch von dem Cherubini-Quartett, die Uraufführung gemacht haben, zusammen mit der Juliane Banse. Und wir haben das dann miteinander besprochen. Und ich hatte den Schumann ja schon gemacht. Und auch Schubert. Und ich habe gedacht, ich will nicht wieder dasselbe machen. Also ich will jetzt was anderes machen. Etwas dazu komponieren. Mhm. Und dann haben wir auch darüber geredet. Und dann kam mir diese Idee mit diesem Fragment, mit diesem letzten Fragment, wo dann das Thema, ich dann schon von Anfang über alle Intermezzi, es sind fünf, dann schon durchlaufen, anklingen lassen kann. Mhm. Und dadurch ist ein neues Stück entstanden. Das war für mich eben dann ganz wichtig. Ne? Ja, ich möchte dann auch wieder da ein Fragment hören. Ja, hier Intermezzo 1, das ist Track 5. Thank you.
noch was anderes gab. Ja, ja, genau. Das ist der nächste Track. Das ist der nächste Track. Also das hört sich doch total anders an. Aber es passt gut hinein. Es passt gut hinein. Ja, ja, alles passt zusammen jetzt. Kein Zufall. Das wollte ich später spielen. Aber dieses Intermezzo, es klingt so total anders als Mendelssohn. Wie passt das dann trotzdem zu diesen Mendelssohn-Lieder? Ich konnte nur mit meiner Sprache dazwischen antworten. Mhm. Also das ist eine Wechselwirkung gewesen mit dem Mendelssohn und dann dem, was ich komponiert habe. Aber den Mendelssohn allmählich von der Instrumentierung dann hinüberzuführen in meine Musik. Sodass das also, ich habe mir das so vorgestellt, dass es nahtlos ineinander übergeht. Dass man als Komponist darüber nachdenkt, über ein Lied von Mendelssohn, das ich gerade nun für Streichquartett bearbeitet habe. Und dann habe ich versucht, da rauszukommen und in meine Musik rüberzugehen. Ist es auch Ihre Absicht, irgendwie im Allgemeinen, dass Sie die Tradition zusammenbringen möchten mit der modernen? Ja, natürlich. Ich meine, die Instrumentierung ist ja auch, hat ja nichts mit der Instrumentierung von Mendelssohns Zeiten zu tun. Damals, Mendelssohn würde entsetzt sein, wenn er das hören würde. Aber ich habe es aus meiner Sicht gesehen und den Klang bei Mendelssohn dann auch so verfremdet, dass der Weg zu mir dann überhaupt gar nicht mehr, also gar kein richtiger Hürde mehr war, sondern dass es ein gleitender Weg war. Ne? Ja, Sie sagten schon, bei Mendelssohn in dieser Zeit gab es das noch nicht, Sopran mit Streichquartett. Eigentlich der Erste, der das gemacht hat, war Arnold Schönberg in seinem zweiten Streichquartett. Ja. Ja. War das für Sie eine Inspiration? Eigentlich nicht, weil ich kenne das Stück natürlich sehr, sehr gut, aber ich habe daran gar nicht gedacht. Aber als die mich gefragt haben, Christine und die Aurins, und dann sagten, mach doch mal eine Bearbeitung, dann habe ich gedacht, warum nicht? Aha. Und diese Opus 107 von Schumann, die sind natürlich, haben sich angeboten, weil das sind sehr karge Lieder, also kein klavieristischer Satz, sondern sehr streng, manchmal akkordisch für den Schumann der späteren Zeit. Eigentlich ganz typisch. Und das hat sich, weil es eigentlich ganz und gar unklavieristisch ist, habe ich gedacht, da komme ich am besten hinein mit Streichern. Ne? Ja. Bei Mendelssohn war es ein bisschen anders. Und bei dem nun ganz bekannten Aufflügel des Gesanges, da habe ich natürlich gedacht, wenn ich drei Strophen habe, muss ich alle drei Strophen vollkommen anders für Streichquartett machen. Also eigentlich eine Variation von Strophe zu Strophe über den nun in Streicher übersetzten Klavierklang. Genau. Und jetzt haben wir heute die Uraufführung von Die schönen Augen der Frühlingsnacht. Das basiert sich auf Lieder von Theodor Kirchner. Vielleicht können Sie den Leuten erklären, wer der Kirchner war. Also Theodor Kirchner wurde 1823 geboren und ist 1903 in Hamburg gestorben. Er kam sehr früh, mit 15 Jahren, nach Leipzig und hat dort Schumann und Mendelssohn getroffen. Und die waren also sehr fasziniert von ihm. Und Mendelssohn hat ihm dann einige Jahre später eine Organistenstelle in Leipzig verschafft. Und Schumann, er hat seine Musik, also er hat jetzt sehr früh angefangen und war sehr angetan von seiner Musik. Und Mendelssohn und Schumann, später auch Brahms, haben sich dann sehr für ihn eingesetzt. Und die Musik ist, ja, sie ist zu derselben Zeit, aber sie hat eigentlich mit Schumann und Mendelssohn nicht so viel zu tun. Sie hat eine ganz eigene Sprache schon mit 20 Jahren gehabt. Und ich kam auf diese Lieder, das liegt lange zurück, da hatte ich mal Aufnahmen mit Dietrich Fischer-Dieskau mit deutschem Lied, Romantiker. Und da haben wir auch eben drei Lieder von Kirchner aufgenommen. Ich kannte die nicht. Und Fischer-Dieskau war so begeistert davon, dass er sie reinnehmen wollte und ich auch. Und er kannte sie also? Ja. Er hatte sie entdeckt? Ja, also er ging ja immer auf die Suche nach unbekannten Liedern. Ne? Das war ein Hobby von
von ihm. Und dann haben wir das gemacht und ich war so vom Spielen so begeistert, dass ich dachte, also irgendwann mache ich mal was mit diesen Liedern. Ich wusste nicht, was und was. Nun hat es dann doch immerhin 20 Jahre oder noch länger gedauert, bis ich mich dazu entschlossen hatte, diese Lieder nun auch mal für Streichquartett zu bearbeiten. Vielleicht können wir das Lied hören, was gerade angefangen hat. Das ist Kirchner, das Frühlingslied In dem Walde sprießt und grünt es. Dus allemaal lenteliederen zijn het eigenlijk. Het is een beetje niet helemaal de tijd nu, maar goed. Das ist dann bei uns das erste Lied geworden. Nun stand ich, das ergab sich eigentlich überhaupt, dieser Auftrag, ergab sich durch den zweiten Geiger, durch den Oliver Wille, der von mich gefragt hatte, ja, als sie in Berlin mal den Mendelssohn aufgeführt hatten vor 2 Jahren, ob ich nicht mal was für sie schreiben könnte. Ein Quartett und dann hörte Meutzer davon, die auch den Mendelssohn gesungen hat, Meutzer Erdmann, da sagte, der will ich aber dabei sein. Und dann kam mir wieder diese Idee mit dem Kirchner. Und das war das hatte mich nicht losgelassen, ich weiß nicht warum. Und dann habe ich gedacht, okay, dann mache ich das, werde aber dieses Mal ganz anders vorgehen als bei dem Mendelssohn. Denn das Kussquartett, die wollten dazu ein Streichquartett, also Streichquartettstücke, die man dann auch unabhängig spielen kann von dem Ach, Kirchner. Das war Ihre Bitte, die von den, vom Quartett ja. her? Ah, so. Nun ist es anders entstanden. Ich habe also 7 Bagatellen dazu komponiert. Und hier ist es anders. Es fängt mit der ersten Bagatelle an und hört mit der 7. auf. Und da sind die 6 Lieder von Kirchner dann hineingesetzt worden. Ich habe dann 2 von denen habe ich genommen, die wir damals gemacht haben. Ich habe dann noch andere dazu genommen und auch 2 spätere, ein relativ spätes. Das ist dann das letzte. Und ich habe mich dann auf Heinrich Heine beschränkt, weil ich erstes Mal die Heine-Vertonung von Kirchner besonders stark fand und dann auch, um einen einheitlichen Dichter zu haben. Also wenn man Mendelssohn und Kirchner zusammen spielt, so wie heute Abend auch, dann hat man eben den Heine als Mittelpunkt, als Dichter, denn Heinrich Heine ist ja wahnsinnig viel komponiert worden, eben zu seiner Zeit. Der Titel, Die schönen Augen der Frühlingsnacht, kommt eigentlich ist der Anfang von dem 5. Lied. Ich habe das dann als Überschrift genommen. Also alle 6 Lieder heißen also mit Überschrift Frühlingslied. Deswegen habe ich das weggelassen. Aber diese schönen Augen der Frühlingsnacht, das ist natürlich bei Heinrich Heine wie immer alles sehr doppeldeutig. Also das kann auch sehr ironisch gemeint sein und kann auch etwas gar nicht Schönes sein. Denn eine schönen Augen der Frühlingsnacht gibt es ja nicht. Aber wenn man sich das so vorstellt, kann das etwas Positives haben, es kann auch was ganz Negatives haben. Etwas wie vielleicht böse Geister oder was? Oder? Nein, aber vielleicht eine Verlockung, die dann in den Abgrund oder ins Unglück führt. Ach so, ne? Und dann bei dem letzten Lied von Kirchner, das ist dann ganz interessant, da heißt es,
in der letzten Zeile bei Heine. Und so ist es auch im Programm. Und dein Herz, Heine hat ja immer mit sich selbst gesprochen. Nicht? Also, und dein Herz, damit meint er natürlich auch sich selbst. Dein Herz, es liebt aufs Neue. Und Kirchner hat aber daraus und mein Herz gemacht. Ich habe erst gedacht, das sei ein Druckfehler. Aber als es wiederholt wird und wieder mein Herz, dann habe ich das so gelassen. Und dieses Lied ist eigentlich genau, sagt genau das, was eben hinter diesen schönen Augen der Frühlingsnacht auch stehen kann. Es hört sehr verzweifelt auf, Sie haben es gehört vorhin, und in Moll und ziemlich dramatisch, also sehr unglücklich. Also das Unglück darüber, da hat sich jemand schon wieder aufs Neue verliebt und er weiß ganz genau, auch das wird wieder schiefgehen, wenn man das deutlich sagt. Und da hat sich dann für mich dieser Titel eigentlich dann bewahrheitet, es kann so oder so gemeint sein. Ne? Das also nur so als, das ist ein sehr spätes Lied, was er dann, womit es dann aufhört bei Kirchner. Sie erwähnten schon die Probe heute Nachmittag. Wie war es für Sie jetzt, zu einer öffentlichen Probe dabei zu sein? Ja, ich hatte hier in Berlin gestern schon eine gehört, das war dann die erste. Die Bagatellen hatte ich neulich schon mal gehört. Ja, es ist halt immer sehr aufregend und bleiben dann immer wieder viele Fragezeichen und Wünsche offen oder so. Aber das Quartett spielt das fantastisch, muss ich wirklich sagen, und Meutzer sowieso, weil sie das ja auch schon kannte. Jedenfalls bin ich sehr, sehr dankbar, dass der Musik Gebau mir diesen Auftrag gegeben hat für dieses Stück und dass es heute uraufgeführt werden kann. Ja, das ist wunderbar. Also, Sie erwähnten manchmal schon die sieben Bagatellen, die auch separat als einen Zyklus aufgeführt werden können. Da habe ich wieder eine Frage. Wenn man beim modernen Streichquartett denkt an Bagatellen, dann denkt man an Weber. Und der hat ja vor 100 Jahren auch 6 Bagatellen für Streichquartett geschrieben. War das für Sie eine Inspiration? Aber ich hatte nun schon Intermezzi. Mhm. Und das wollte ich nicht nochmal nehmen. Und dann habe ich gedacht, wenn man das Stück, und das war jetzt eigentlich auch die Idee, dass man diese 7 Bagatellen unabhängig von dem Kirchner-Stück auch spielen kann. Also man kann es als und das Kussquartett wird es auch getrennt mal spielen, also nur die Bagatellen und nicht den Kirchner. Und dann kam mir die Idee mit den Bagatellen, ich habe dann auch an die Beethoven-Bagatellen gedacht, die ja auch ganz kurz sind, aber jede doch eine sehr starke Form ist. Und mir kam dann dieser Titel als genau richtig eigentlich, weil und die Selbstständigkeit. Nun ist es aber bei diesen Bagatellen so, dass sie stehen für sich, aber sie stehen nicht im luftleeren Raum, irgendwas zwischen dem Kirchner. Also einen Bezug musste ich schon herstellen, dass es von einem Lied weggeht, jetzt nicht mehr von der Atmosphäre, aber manchmal auch hinführt. Also es gibt zum Beispiel eine Bagatelle, die mit einem D, einen Ton, immerfort auf einen Ton und dann das nächste Lied fängt dann auch mit einem D an. Also das ist solche, oder es ist ein Akkord, der bei Kirchner aufgelöst wird und dann geht es an der Bagatelle danach, aber dieser Akkord wird bei mir dann nicht aufgelöst. Und aus diesem Akkord habe ich dann mehr oder weniger eine Variation geschrieben über einen Akkord. Ah, okay. Also so, dass immer ein ganz klein bisschen eine Verbindung ist. Auch die erste Bagatelle führt zu dem nächsten hin, aber wenn man zu dem nächsten Lied oder nächsten der Lied. Nächsten Bagatelle, ja. Aber zum wenn nächsten man, Lied. Sie ohne spielt, die 6. Bagatelle oder die 7., die hört eigentlich an, beantwortet dann, führt das weiter, was bei der ersten aufgehört hat. Also dass ein Bezug besteht auch von Bagatelle, zu der letzten, aber auch innerhalb dieses Zyklus. Okay, das ist interessant. Ich habe noch ein Lied, das Sie bearbeitet haben, das heißt Leise zieht durch mein Gemüt, das ist auch Kirchner mit, können wir da 3 noch helfen? Ja, damit fängt der Mendelssohn an
Und der Kirchner hat es auch komponiert und bei dem Kirchner-Zyklus ist es dann das vierte. Ja, wir können misschien, würde es interessant sein, beide Fassungen zu hören, die von Kirchner und die von Mendelssohn? Ja, misschien wel. Dann draaien wir erst die Versie von Kirchner, das leise zieht durch mein Gemüt. Durch mein Gemüt liebliches Geläute klinge kleines Frühlingslied, kling hinaus ins Weite. Dus Kirchner, ja, dat is nog een klein. En dan de volgende Mendelssohn. Dan hoort u hetzelfde lied. U hoort dus beide liederen vanavond in de versie van Aribert Ruijman voor sopraan en strijkkwartet. Maar de een is van Kirchner en de ander is van Mendelssohn. Dus nu die van Mendelssohn. Habe ich das Gefühl, die Komposition von Kirchner ist doch sehr, sehr viel schöner. Ja, finde ich auch. Und sehr viel interessanter auch. Ja. Wenn Sie es mit Streichquartett nachher hören, ist es etwas anders. Auch der Mendelssohn etwas anders. Aber ich finde die, jetzt, wenn man, solche Vergleiche sind immer blöd, aber der Kirchner ist insofern interessanter, weil er harmonisch viel mehr aus dem Text herausgeholt hat als Mendelssohn, der ja eigentlich immer nur auf dieser Ebene geblieben ist. Nicht? Ja. Ist ja auch später, ja. Ne? Komponiert später, worden. Ja, ja, schon näher an Schönberg heran auch. Ja, he? Ja. Ja, ja. Was von diesen zwei Zyklen, welches Lied oder welches Intermezzo oder Bagatelle gefällt Ihnen selbst am besten? Oh, ich kann das nicht beurteilen. Überhaupt nicht. Ich weiß es nicht. Nee? Ich weiß es nicht. Der Kirchner ist auch noch zu neu. Ich kann da jetzt noch nichts zu sagen. Also, es sind so unterschiedlich, dass eigentlich das eine mit dem anderen überhaupt nichts zu tun hat. Wir haben das gestern Abend auch festgestellt, nach der Probe, dass man, weil die beiden Zyklen so verschieden sind, dass man sie auch in einem Konzert hintereinander also aufführen kann. Heute fangen wir mit dem Kirchner an und wir hören mit dem Mendelssohn auf. Ne? Ja, genau. Ja, ja. Ja. Also das sind zwei Welten. Ich kann jetzt nicht sagen, welche besser oder wer. Man ist natürlich immer mit dem Stück, was man gerade komponiert hat, ist man am nächsten dran. Trotzdem habe ich gestern mich doch sehr gefreut, den Mendelssohn nach längerer Zeit mal wieder zu sehen. Und das haben Sie nun auch schon sehr oft gespielt. Ja, das, die kennen das ganz gut. Noch eine letzte Frage. In het programmaboek, ik weet niet of u het allemaal al heeft gezien, vanavond staat ook Georgi Kortaak op het programma met een foto van Ligeti himself. Hoe dat is gelukt, geen idee. Maar als het goed is, zat er een fout briefje in uw... Oké. Aber sie haben mir erzählt, die haben ein Einliegeblatt, also die wissen Bescheid. Aber sie haben mir erzählt, sie kennen auch den Kortaak gut. Kortaak ist precies 10 jaar ouder dan hij. Ja, ich kenne ihn sehr gut. Wie finden Sie ihre Sprache zu seiner Sprache passen?
Aber wir sind sehr verschieden. Also, aber ich fühle eine sehr starke Nähe zu ihm. Auch diese, die Kafka-Fragmente und die Streichquartette und auch vieles, was er für Stimme geschrieben hat. Also, und ich mag ihn sehr. Wir kennen uns sehr, sehr gut und wir sind uns sehr nah. Ich habe ihn voriges Jahr in Budapest habe ich ihn gesehen, er war im Lear in meiner Oper und wir haben in der Pause dann lange miteinander gesprochen und wir freuen uns immer, wenn wir uns sehen, leider sehen wir uns viel zu selten, immer nur alle paar Jahre. Er ist jetzt 91 und schreibt an seiner Oper, an der er ja schon lange schreibt, das ist Endspiel von Beckett und ich kann ihm nur alles, alles Gute wünschen. Na, das ist ja schön. Dankeschön. Übrigens für das Zuhören, ich wünsche Ihnen ein sehr schönes Konzert. Dankeschön. Danke.